Moin, meine lieben Kartensammler, wir sind zurück. Wir haben eine Mew, verborgenes Schicksal bekommen. Ich habe bis jetzt nur Mewtwo Collections gehabt. Wir öffnen heute nur drei Booster. Wir machen ganz genau auf, was da drinnen ist. Wir hoffen natürlich auf Shiny Pulls, auf GXs, Tag Teams. Auf jeden Fall, wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Haut rein! Und da sind wir schon mit dem fast geöffneten Pack. Ich habe es bis jetzt nur oben aufgemacht. Aber mittlerweile wisst ihr wahrscheinlich eh alle schon, was drinnen ist. Ups. So. Wir haben drinnen die Mew-Promo-Karte. Ein sehr süßes, schönes Artwork. Coole Karte. Dann wie immer den Code. Eventuell verstecken wir heute wieder einen Code im Video, aber das überlege ich mir noch. Dann haben wir den irrsinnig süßen Mew-Pin. Auch irrsinnig cool. Sag mal. Und das Wichtigste haben wir jetzt. Das Allerwichtigste. Und zwar haben wir da die drei Packs. Wir haben einmal Mew. Wir haben einmal das Glurak. Gleich einmal in der Shiny. Da drinnen ist heute unser Shiny Glurak. Und noch ist Mewtwo in der Shiny. So. Ene mene meck, fangen wir mit Mew an. Mew ist immer wieder schön. So, da. Die Codekarte gehen wir weg. Hier nach vor. So. Ein Porenta. Mit diesem fetten Lauf drinnen. Dann Rokkos Memoria Arena. Janiera, auch süßes Artwork. Eine schicke Schüssel im Hintergrund. Ein Paras. Dann haben wir noch einen Rettern. Ein Enton, was wie immer Kopfe hat. Und nach der Attacke heißt Kopfe. Dann haben wir ein Sterndu. Noch ein Pipi. Oh, eine Reverse Energie. Und der letzte Pull. Ein Kangama. In der Non-Holo-Version. Macht nix. Wir haben noch zwei Packs. Ich sehe gesagt, das Mewtwo-Pack heben wir sich bis zum Schluss. Ah, das Glurak-Pack heben wir sich bis zum Schluss auf. Ja, die gehen heute wieder schwer auf. So. Damit es nicht so ist, einmal eine Codekarte für die Community. Dann eine Stahlenergie. Wieder Rokkos Arena. Giovanni's Exil. Major Bobs Strategie. Dragosso. Ein Kleinstein. Ein Fleckmann. Ein Pipi, auch im Hintergrund. Der Mond und vier weitere Pipis. Ein Bummelow. Es Pipi in der alternativen Artwork in der Reverse Holo. Und Rokkos Training in der Holo. Nice. Gefällt mir. Nehmen wir es noch in die Hülle. So, die gehen wir auch in die Hülle. Nie vergessen, Karten bitte sofort in die Hülle geben. Und jetzt kommen wir zum letzten Pack mit dem Glurak. Will es Glurak haben. Aber wir haben bis jetzt eh noch keine guten Booster dabei gehabt. Meine eben. Meines Wissens nach. So. So machen wir. Rätsel. Feuerenergie. Nein, Wasser. Gut. Dann Rokkos Durchhaltevermögen. Dann Mistis Azuri Arena. Wie in die Pokémon-Spiele schaut die aus. Dann haben wir ein Janiera wieder. Ein Sterndu. Ich glaube, da schimmert was. Pipi. Ein Fleckmann. Jetzt Pikachu, süßes Artwork. Ein Glumanda. Ein Smogmog in der Reverse Holo. Und Erikas Gastfreundschaft. Na passt. Na, das waren heute mal gute Pulls. Trotzdem. Schöne Karten dabei.
Schöne Karten. Leider, wie gesagt, keine GX oder Shiny-Karte. Also da habe ich wirklich heute ein Pech gehabt einmal. Aber das macht nichts. Wir werden ja noch weitere Packs öffnen. Aber nur mal zur Zusammenfassung, was wir heute dabei gehabt haben. Wir haben einmal Stahlenergie, der Reverse, gehabt. Dann die Mew Pro. Die Promo Mew. So. Und dann noch Rokus Training in der Holo. Wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, wie gesagt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut rein!